Moin oder heute vielleicht auch lieber Buongiorno, denn ich beschäftige mich heute mit zwei italienischen Traditionsprodukten. Zum einen Prosciutto di San Daniele und zum anderen Grana Padano. Ich hoffe, das war richtig ausgesprochen, da bin ich als Nicht-Italiener und auch nicht-italienisch sprechender Mensch immer etwas naiv. Aber Hauptsache es klingt so, als ob es gut wäre. Die beiden Produkte sehr hochwertig verpackt und sie sollen auch sehr hochwertig sein. Das habe ich getestet und lasse euch an meinem Urteil teilhaben. Ich bin ja immer so ein kleiner Zögerer, wenn es ums Thema Schinken geht. Wenn ich mir diesen hier so anschaue, dann sehe ich deutlich, dass der sehr zart geschnitten ist. Und wenn ich es auseinanderziehe, kann ich schon spüren, wie hauchdünn das ist und wie schön der sich auch ziehen lässt. Und das ist für mich immer schon ein gutes Zeichen und schmeckt ja meistens sehr mild. Und genau das ist auch der Fall beim Prosciutto di San Daniele. Jetzt war ich auf dem Magazin, dem Online-Magazin von der Marke und habe gesehen, da hat jemand gefragt, braten oder nicht braten. Und es wird vom Hersteller davon abgeraten, den Schinken zu braten. Ich habe es natürlich trotzdem gemacht. Warum wird abgeraten? Weil dieses Produkt mit dem Aroma, was ich jetzt gerade so schön in meinem Mund verteile, so sehr vollmundig ist, sehr zart ist und sehr schön ist. Durch die Prozesse beim Braten, durch die Poren, die da verschlossen werden, kann das Aroma etwas abgeschwächt werden und die volle Qualität ist einfach nicht mehr so gegeben. Das Geschmackserlebnis leidet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer noch gut. Ich habe mir gedacht, da muss ich jetzt einen Vergleich haben. Also habe ich mir hier so einen Bio-Schinken, Bacon-Schinken allerdings, aus dem Biomarkt geholt. Ich sehe deutlich mehr Fettanteil und ist auch ein bisschen bubbliger. Also ist jetzt kein Quatschschinken gewesen. Der kann sich sehr schwer auseinanderziehen. Gut, der andere wird sehr krosser, den muss man auch eher brechen. Aber er schmeckt auch gleich völlig anders. Was habe ich jetzt gemacht heute? Eine Carbonara. Eine gute Carbonara, so lese ich immer wieder, besticht durch die simplen Zutaten. Also simpel im Sinne von nicht viele. Einfach einen hochqualitativen Schinken, den haben wir jetzt hier. Einen hochqualitativen Käse, der ist übrigens extrem lecker, auch nicht so käselastig, nicht so intensiv, trotzdem schönes, volles Aroma, so wie ich Käse mag, lässt sich wunderbar leicht reiben, da habe ich auch schon ganz andere, die einfach total in der Reibe festhängen bleiben, bereichert bei mir ab sofort jedes Nudelgericht. Bei der Carbonara also keine Zwiebeln, vielleicht ein Ei noch dabei, ein bisschen Sahne, ich ersetze das durch eine Hafercuisine, weil ich es einfach ein bisschen schöner finde und auch nicht so mächtig. Ist ein sehr mildes Gericht, ein sehr leichtes Gericht und ein sehr stilvolles Gericht. Also wenn ich mich das jetzt so probiere, alleine wenn ich jetzt mal so die Teller vergleiche, dann ist hier deutlich filigraner. Und eben auch sehr viel samtiger. Schinken kommt richtig schön durch. Ist wirklich lecker. Hingegen hier, das ist so mein Alltagsding, haue ich immer gerne so meine Reste aus der Küche rein. Ich liebe ja Erbsen mit Rührei und Pilzen und das gilt für mich auch für Pasta. Habe ich hier auch beides reingehauen, noch ein bisschen Fenchel hatte ich über. Also da ist jetzt schon wirklich viel drin. Und wer Hunger hat, der kann das natürlich auch machen. Und mittags mal eben schnell alles zusammenkloppen. Ein bisschen stilvoller für abends würde ich euch das empfehlen. Wenn ihr jetzt aber wirklich auf den Hersteller hören wollt und wenn ihr das komplette Geschmackserlebnis haben wollt, dann probiert ihn pur. Da habe ich natürlich auch mal was vorbereitet. Ob Party, ob Abend auf der Couch zu zweit. Mit so einem kleinen Käseschaber kriegt ihr das auch gut in so kleine Stückchen geschnitten, mundgerecht. Könnt ihr natürlich auch größer machen, könnt auch mit einer kleinen raspeln. Ich fand es so ganz schön. Ein bisschen hochwertiges Brot dabei. Ich habe hier einen Bio-Ciabatta und natürlich der Rotwein. Und damit mache ich es mir jetzt vergnüglich. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr weitere Anmerkungen zum Thema Carbonara, bitte braten, nicht braten, diesen Schinken, oder irgendwelchen Quatsch, den ich erzählt habe, kommentieren wollt, dann bitte jetzt in die Kommentarfunktion unter dem Video. Lest gerne auch auf dem Blog noch mehr Informationen zu den beiden Produkten. Und wenn ihr das Video gut gefunden habt, gebt mir gerne ein Like und abonniert natürlich auch sehr gerne den Kanal, denn hier geht's weiter. Und damit sage ich guten Appetit, wünscht der Gabelartist.